Heute möchte ich euch erzählen, warum ich keine Websites mehr baue. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute gibt es mal wieder kein Tutorial, sondern heute gibt es wieder so eine kleine Erklärstunde bzw. Erzählungen aus meinem Leben. Und zwar geht es heute darum, warum ich keine Websites mehr baue. Das ist dem einen oder anderen vielleicht aufgefallen, wenn man sich mein Portfolio mal anguckt auf meiner Webseite, dass da nicht dieses typische, ich habe für dieses Unternehmen eine Webseite gebaut, für dieses Unternehmen eine Webseite gebaut, für dieses Unternehmen eine Webseite gebaut, sondern ich stelle da eigentlich nur noch ein bisschen vor, wer ich bin. Und sonst eigentlich nichts. Und das hat den großen Grund, dass ich keine Websites mehr baue, beziehungsweise ganz selten. Also im letzten Jahr beispielsweise habe ich irgendwie 5% meines Umsatzes waren wirklich Websites und der gesamte Rest sind andere Projekte. Was ich unter andere Projekte meine, erkläre ich gleich, aber prinzipiell ist dieses Website-Business einfach problematisch geworden. Und hier muss man schlicht und ergreifend sagen, dass sich der Markt verändert hat, dazu komme ich aber gleich. Wenn ihr selbst Fragen habt zu Selbstständigkeit oder zu diesen ganzen Themen, die in diesem Video oder in anderen Videos von mir besprochen werden, ganz oben in der Videobeschreibung ist Discord verlinkt, da könnt ihr der Community joinen, Fragen stellen, Fragen beantworten oder einfach mal Hallo sagen. Ansonsten ja, legen wir jetzt los und gucken uns mal an, warum Webseiten nicht mehr so richtig lukrativ sind. So, als erstes gibt es natürlich die Frage, warum möchte ich keine Website mehr verkaufen oder warum mache ich es nicht mehr? Prinzipiell wegen dem aktuellen Preiskampf am Markt und auch wegen dem Organisationsaufwand im Hintergrund. Aber als erstes zu dem Preiskampf. Prinzipiell habe ich in meinem Trends-Video von Anfang des Jahres, das Link dazu in der Videobeschreibung, schon erzählt, dass Webflow und andere What You See is What You Got Website-Editoren den Markt übernehmen oder zumindest preislich stark konkurrieren. Und das Problem daran ist, man muss für diese Editoren nicht coden können. Das heißt, neben den eigentlichen Webentwicklern stoßen jetzt auch die ganzen Grafiker und UI-Designer auf den Markt, weil die mit Webflow in der Lage sind, Webseiten zu verkaufen, ohne programmieren zu können. Und die verlangen ganz andere Stundensätze als ein Softwareentwickler, ein Webentwickler. Und deswegen geht der Preiskampf nach unten, weil umso mehr Leute es am Markt gibt, die sowas was anbieten, umso mehr Leute gibt es, die den Preis drücken und um sich die gleiche Menge an Projekten streiten. Es gibt nämlich immer noch jede Menge Projekte, einfach der Preis für diese Projekte sinkt und da muss ich sagen, an diesen Preiskampf wollte ich mich gar nicht erst gewöhnen. Und zwar gibt es nämlich dazu eine gute Alternative, die ich gewählt habe und worüber wir jetzt mal ein bisschen sprechen wollen. Und zwar sogenannte Rahmen- oder Dienstverträge. Diese Projekte oder diese Art von Projekten basieren darauf, dass ihr nicht ein Projekt, eine Website verkauft, sondern ihr verkauft eure Zeit an ein Unternehmen. Und das funktioniert in dem Sinne, dass ihr zum Beispiel sagt, hey, wir verkaufen jetzt für die nächsten 6 Monate, arbeite ich 20 Stunden im Monat für euch. Und was ich in diesen 20 Stunden mache, müsst ihr mir sagen, das weiß ich nicht, das weiß man am Anfang in der Regel nie, sondern es geht immer darum, dass ihr in dieser Zeit dann irgendetwas baut, irgendein Feature entwickelt. Meistens funktioniert es bei mir so, dass ich irgendwelche GitHub-Tickets bekomme und die dann abarbeite. Und am Ende halt meine Zeit irgendwann leer ist und ich dann sage, ich bin fertig. Oder ich arbeite halt ein bisschen mehr und berechne dann auch ein bisschen mehr als die 20 Stunden beispielsweise. Aber welche Vorteile hat das für mich und warum habe ich das gemacht? Ich sagte ja zu Beginn, dass ich keine Lust hatte auf diesen organisatorischen Aufwand im Hintergrund. Wenn ihr kleine Webseiten baut, für den Bäcker von nebenan, für irgendwie kleine Restaurants oder sonst was, dann heißt das, ihr seid eine Menge in Diskussion mit den Kunden. Ihr telefoniert mit denen, ihr macht die Projekte, ihr fahrt da vielleicht hin, ihr sprecht mit denen. Das ist eine Menge Zeit, die in der Regel nicht so gut bezahlt wird oder bis ein Projekt losgeht, vielleicht gar nicht bezahlt wird, die ihr aber trotzdem aufbringen müsst und was eine Menge Zeit kostet. Außerdem ist das Problem, dass bei diesen Projekten kleine Änderungen am Umfang, also so etwas wie, ihr müsst irgendwo 3-4 Stunden mehr arbeiten, dann wären das direkt mal 20% mehr Projektbudget bei irgendwie 1000 Euro für eine Webseite. Und das ist echt übel. Also das ist da zu diskutieren und zu sprechen, weil ihr da wieder ein bisschen mehr Zeit braucht und der Kunde vielleicht doch irgendwas ändern möchte, was eigentlich gar kein Problem ist, aber 100 Euro mehr sind ein Problem. Und auf diese Diskussion hatte ich einfach keine Lust mehr. Was heißt, die Webseiten, die ich baue, sind entweder mit Unternehmen, mit Kunden, die ich echt nett finde, wo das super funktioniert. Aber diese ganzen kleinen Diskussionen über 300, 400 Euro, da habe ich einfach keine Lust mehr drauf gehabt. Und wenn man in diesen Werksverträgen ist und in diesen Bereichen, dann arbeitet man in der Regel für viel, viel größere Projekte. Da gibt es Projekte, die haben ein Projektbudget von 3 Millionen Euro, wo man dann denkt, wenn ihr da hingeht und sagt, hey, ich kann das cooler machen, das kostet 6-7 Stunden mehr Arbeit, dann sagen sie, mach so. Das war die Diskussion, ob ich jetzt 7 Stunden mehr arbeite und das mal eben ein paar hundert Euro mehr kostet. Weil es einfach im Großen und Ganzen viel weniger Auswirkungen hat als bei einem kleinen Projekt, wo das Gesamtbudget irgendwie 2000 Euro sind.
Und da muss man einfach sagen, macht es mehr Spaß. Dazu kommt, es sind einfach coolere Projekte. Die Webseiten, ich nenne es immer, das sind einfach interaktive Präsentationen, zeigen euch nur Informationen. Die zeigen euch einfach nur eine fertige Abfolge von irgendwie Unternehmensinformationen, aber da ist wenig Interaktivität drin, da ist in der Regel wenig Komplexität drin. Und bei großen Rahmenverträgen oder bei großen Softwareprojekten, wo es diese Rahmenverträge gibt, da ist es viel cooler, weil ihr da viel spannendere Sachen baut. Ihr baut komplexe Zusammenhänge, ihr baut interaktive Schaubilder, interaktive Interfaces, die wirklich etwas machen, wo die Nutzer mit interagieren müssen, wo es Formulare gibt, wo es Validierung gibt, wo es Abhängigkeiten nach außen gibt. Und das macht meiner Meinung nach mir viel mehr Spaß zu entwickeln als irgendwie die fünfte 0815 Webseite. Skilltechnisch nämlich macht es gar nicht so den riesen Unterschied, ob ihr eine Webseite baut oder für ein großes Projekt arbeitet, weil es skilltechnisch meistens die ähnlichen oder die gleichen Technologien sind und ihr damit einfach eine Menge Spaß habt. Und deswegen kann ich jedem nur empfehlen, mal in diese ganze Welt reinzutauchen. Und wie sowas abläuft, gibt es jetzt. Bei mir funktioniert es eigentlich immer gleich. Erstens gibt es das Projekt, die Projektanfrage. Ich habe mittlerweile eine Menge Kontakte, die mir solche Projekte generieren, wo einfach jemand kommt und sagt, hey, ich bräuchte gerade mal Unterstützung für die nächsten 3 Monate als Freelancer. Bei uns ist gerade jemand abgesprungen oder wir haben ein neues Projekt und brauchen da ein bisschen Unterstützung. Oder was bei mir sehr häufig der Fall ist, sie brauchen Unterstützung in sehr spezifischen Themen, in denen ich unterwegs bin. Also ich bin halt zu Hause in dieser ganzen Datenvisualisierung mit D3 und da mache ich auch am meisten, ehrlich gesagt. Und diese Projekte oder diese Skills sind in Unternehmen nicht immer vertreten, deswegen hilft das so ein bisschen. Aber prinzipiell läuft es darauf hinaus, dass am Anfang ein kleines Mikrobeispielprojekt kommt. Was heißt, man sagt, hey, du arbeitest jetzt mal 5 Stunden und fixst in unserem System diesen Bug. Bei 5 Stunden ist das Schöne, ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. 5 Stunden sind super abzusehen, ihr könnt genau planen, hey, das ist ein Samstagvormittag. Und die Unternehmen wissen auch genau, was sie finanziell lösen müssen und was sie am Ende innerhalb dieser 5 Stunden erwarten können. Und wenn man am Ende dieser 5 Stunden das Issue oder den Bug oder die Story geschlossen hat, erfolgreich war, dann heißt das in der Regel, okay, das ist super, die Arbeit funktioniert. Wenn für euch auch das Team passt, die Rahmenbedingungen passen, dass alles gut funktioniert hat, die Kommunikation, die Einarbeitung, dann könnt ihr sagen, hey, das funktioniert, das mache ich. Und dann kann man größere Rahmenverträge abschließen und einfach überlegen, wie viel Zeit habt ihr, was wollt ihr da investieren, gefällt euch das und könnt ihr da mitmachen. Das Ganze ist ziemlich cool und so kann man dann relativ einfach auch seine Zeit planen. Was heißt, wenn ihr wisst, hey, ich bin nur nebenher selbstständig, dann könnt ihr sagen, okay, dann mache ich halt nur 5-6 Stunden im Monat. Selbst das kann bei Unternehmen abgenommen werden, wenn ihr gut seid, wenn ihr euch gut verkaufen könnt, weil es einfach auch dann Stories sind, die geschlossen werden, für die Unternehmen dann nicht noch jemanden einstellen müssen oder so etwas. Und ihr selbst habt dann einfach ein paar 100 Euro mehr im Monat, die auch gar nicht zu verleugnen sind und auch ganz nett sind. Das skaliert natürlich, wenn ihr 100% Selbstständigkeit seid und sagt, hey, ich habe jetzt die nächsten 3 Monate verkauft, ist das einfach beruhigend. Was heißt, ihr wisst, die nächsten 3 Monate habe ich ordentlich Geld, da verdiene ich eine Menge und dann ist das schon mal beruhigender und ihr könnt in die Zukunft planen. Beispielsweise bei mir, ich bin bis, ich glaube aktuell Februar 2022, bin ich mehr oder weniger verplant und habe jetzt Projekte in der Pipeline, die erst im März 2022 starten. Und das ist halt ganz angenehm, dass man sich über ein großes Zeitfenster einfach schon mal strukturieren und planen kann. Und das Ganze ist meiner Meinung nach der beste Weg für die Selbstständigkeit. Aktuell als Entwickler, wenn ihr natürlich Webseiten bauen wollt, dann könnt ihr das machen. Aber ich kann euch nur empfehlen, schlagt mal diesen ganzen Weg ein, direkt in die IT, in die Softwareentwicklung zu gehen. Ihr werdet eine Menge Spaß haben und deutlich besser und einfacher Geld verdienen können als mit kleinen Webseiten. So, das war's wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, ganz oben jede Menge Social Netzwerke. Ansonsten könnt ihr dort auch diesen Channel über Affiliate-Links unterstützen. Und ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, viel Spaß und ciao.